Das ist Weltkulturerbe da. Leute, wir sind da jetzt gerade beim richtigen Influencer-Hotspot. Es ist nicht schwer, Sex in der Kletterhalle. Sex in der Kletterhalle ist nicht schwer. Und jetzt kommt es gleich. Es kommt gleich. Gebt's euch das? Ist das nicht arg? Habe die Ehre und grüße euch ein weiteres Mal vor den wunderschönen drei Zinnen. In dem Video seht ihr vermutlich den schönsten und spektakulärsten Aufstieg mit Zinnenblick, den es da so in der Gegend gibt. Wir sehen während der ganzen Tour immer wieder mal auf die schönen Nordseiten von den Zinnen. Was machen wir? Markus ist dabei und wir gehen da oben. Ich glaube, der Innerkofler Steig heißt der. Der führt da durch Stollen aus dem Ersten Weltkrieg. Könnt ihr euch echt auf was gefreien. Und dann auf den wunderschönen Batternkofel. Viel Spaß, kommt's mit. Wir sind da jetzt vor dem Rifugio Aronzo. Bereits den dritten Tag da und wir haben festgestellt, die Eingänge sind entweder da oder auf der Hinterseite. Das ist wirklich wie ein Vorkimp. Ja. Es gibt da öffentliche Toiletten, die sind da 100 Meter weiter vorne. Allerdings, ja, die sind auch irgendwie ziemlich willkürlich offen. Aber da, wo wir jetzt sind, auf 2300 Meter, das ist so der Startpunkt, wo man so Touren auf die Zinnen oder rund um die Zinnen machen will und das machen wir heute auch. Gestern auf der großen Zinne und heute haben wir gesagt, heute braucht man ein bisschen weniger Adrenalin. Genau. Und gehen uns mal ganz gechillt an. Es ist auch Samstag und darum sind wir auch voll gespannt, wie viele Menschen das uns eigentlich über den Weg laufen werden und wie es zugehen wird. Massen. Ja. Und das geben wir uns heute, wenn ihr das nicht verpassen wollt, weiterhin dranbleiben. Eine Sache, das bei uns immer weniger gibt, dass Mountainbiker irgendwo fahren dürfen. Da ist es scheinbar egal. Voll cool, oder? Geil. Alles wurscht. Sogar therapeutisches Reiten war vorhin da. Ja, genau. Mit Alpakas. Es ist schon sagenhaft, was für Felsformationen das da geschaffen worden sind. Die Italiener sind ein fleißiges Völkchen. Richtig. Der Hammer. Ja, aber ich weiß nicht. Hilft oder Helm, was, wenn dich der trifft? Der springt mal immer kurz auf die Seiten, dann geht er schon. Das war Paradies für den Obelix. Die Steine. Ja. So Markus, was sagst du? Da waren wir gestern oben. Unglaublich, ich kann es gar nicht glauben, dass wir da oben waren in der Mitte. Das ist ja Wahnsinn. Was für ein Anblick. Was für majestätische Türme, ey, das ist geil. Wenn wir bedenken, wenn die da durch die Nordwände hinaufgehen, unglaublich, was die drauf haben, die Leute, ey. Da. Wenn man den Rekord sieht vom Danny Arnold, ne? Ja. 50 Minuten. Durchgestiegen. Also, sachenhaft. Sind eh welche drin, da unten? Ja. Da in deiner, da drüben? Ja. Zweierschaft, geil. Ja, es ist echt sagenhaft da und es ist scheißegal, dass da so viele Leute unterwegs sind, weil das ist einfach was Besonderes. Und das wird da ruhig die ganze Welt machen können, oder? Finde ich auch. Das sind Tage, von denen kannst du wieder tagelang, wochenlang zehren. Und vor allem, wenn du auf so einem Berg oben warst, das gesehen und erlebt hast, das sind dann wahrscheinlich Eindrücke, die du dein Leben lang nicht vergisst. Ja. Ja, und ich glaube, das ist der Batternkofel. Schauen wir mal, da vorne ist ein Schüttel. Aber mir gefällt halt das voll. Machen wir das, oder? Machen wir noch freilich. Da sind noch die Stollen vom Ersten Weltkrieg, glaube ich, drin. In dem Berg. Ja, wenn es so ist, wir führen euch auf jeden Fall da durch. Schauen wir mal, was da steht.
Auf Ferrata della Lucca Innerkofler. Da müssen wir hin. Ja, den machen wir. Den machen wir. Den Innerkofler. Den gewaltigen Innerkofler machen wir. Das da sind halt die Schattenseiten des Massentourismus. Haben wir übrigens auch auf der Zinn oben, gell? Ja. Waren auch viele Glasscherben. Aber da kannst du jetzt bei dem neu hängen. Und das ist dann alles lehrbuchmäßig im leichten Gelände. Genau. Ideal für da, wo wir jetzt gerade unterwegs sind. Dein Klettersteigset hat halt den Vorteil, dass es sich automatisch mitdraht. Das heißt, es verdraht sich nicht so wie meins. Aber ja, genau. Und ready sind wir, gell? Ready, Action. Jetzt würde man sagen, wir starten da rein ins kalte Loch. Ins kalte Loch. Jetzt erst einmal ein Panorama bilden. Jawohl. Durchs Lauch. Boah, ist das geil. Ah. Ja, geil. Aber da müssen es noch andere geben. Da gibt es noch mehr so Löcher. Ja, da kann man ja noch nichts. Aber schau da mal, ist die Ducke. Alter, ist das niedrig. Perfekt für Zwerge. Ja, hier ist das ja wirklich niedrig. Oh. Ach Gott, da kannst du auch nicht mehr tanzen. Ja. Okay. Wahnsinn. Sag mal, war die früher nur 1,20 Meter groß? Oh. Endlich aufstehen. Hier ist das mal. Wahnsinn. Erster Schlüsselstuhl hinter ja. uns. Wenn man über 40 ist, da kann man sich nicht mehr so bücken. Und Knie schon habe ich auch keine dabei gehabt. Aber irgendwie ist es gegangen, gell? Ja. Dafür wirst du mit dem Panorama auf die Zinnen belohnt. Wo ist der Platz? Alter, ist das geil. Ja. Ist das cool? Wuhu! Ob da durchgehend versichert scheint so. Lässig! Gewaltig! Also der Weg ist auch breiter. Ja. Kannst einen Kinderwagen draufschirmen. Ja, geil. Boah, ist das cool. Oh. It's getting alpine. Aggressive alpine skiing. Pulver! Nein, nicht schon wieder Pulver. Jetzt schon wieder Pulver. Sicher, Pulver. Bist du in Hosen? Scheiß Pulver, scheiß Pulver. Na, ist eh schön. Bin halt kein Skifahrer. Ich meine das ja gar nicht so. Ich mache da einen Pulveratlet. Soll ich jetzt dann aufkommen? Ja, sicher. Hä? Sicher. Mach die Kamera aus, ich filme dich. So waren da gestern nicht so ein Seil in der Ruden eigentlich. Ja, ich weiß auch nicht. Meine Juchitzer. Den hat man weit gehört. Jetzt mal da vor der Zinne zurück. Ja. Da ist er
So ein Ohrwurmlied. Das ist schon cool angelegt, ne? Cool, mega. Warst du früher auch ein Ski? Ja, die haben früher alle Markus, ja, und dann runtergeflogen. Ja. Ja, früher haben die noch nicht so die Wirbelsäulen versteift, ne? Wenn es einen Pächterreff gehabt, dass er das Skoliose bis so gelaufen. Ja. Gott sei Dank hast du den Bepp für auf. Der ist auch schon, der ist schon abgespeckt, der Förster. Das sind sicher schon viel angetuscht. Ja, wenn der Kopf 15 cm größer ist, wie man denkt. Ja. Ja. Aber hast du den nicht verletzt? Ich habe ja einen Topf aufgehabt. Sehr gut. Jetzt weiß ich ja, warum man einen Topf aufhat. Nicht nur, weil ich am Stein schlage. Welcher Niederschlag? Ja? Niederschlag. Neben hängenden Niederschlag. Das wäre was für einen Don Raphael da. Cool. Mega ist das. Mega. Also wer da wohnt, der hat es echt schön daheim. Wahnsinn. Du gehst an einer Felswand vorbei und auf einmal tauchen die drei Zinnen hinter bergauf. Wie geil ist das. Leute, wir sind da jetzt gerade bei einem richtigen Influencer-Hotspot. Einer der bekanntesten Berg-Hotspots, die es, glaube ich, im ganzen Alpenraum so gibt. Und zwar hast du da in dem, was ist das eigentlich? Das ist ein Schützenloch, glaube ich. Schützenloch muss das gleich gewesen sein vom Ersten Weltkrieg. Da hast du einen Blick auf die Zinnen. Gebt euch mal das. Jetzt gehen wir da zu. Und jetzt kommt's gleich. Es kommt gleich. Gebt euch das. Ist das nicht arg? Lasst es einfach einmal auf euch wirken. Wie findest du das da? Mega, mega, echt geil. Also gestern die Zinn war ja, ja alpinistisch ein Hammer, gell? Ja. Aber das heißt, das ist so entspannend, das war eine richtig geile Panoramatour. Ja. Das kann man schön genießen, es ist nicht anstrengend. Das, also für mich eines der schönsten Bergpanoramas ist hier. Ja. Ich finde, egal welche Region, ist überall in den Bergen schön. Aber dieser Bereich ist unglaublich. Also, Wahnsinn. Vor allem, wenn man auch, ich bin ja auch zum allerersten Mal, also das ist echt der Hammer, echt der Hammer. Und der Klettersteig kann man schön mit Kindern gehen. Ja, bis jetzt zumindest. Bis jetzt zumindest, ja. Ist ja mal eine Stelle dazwischen, dann kann man vielleicht, wenn man kleiner hat, ein Seil mitnehmen, weil da ist man ein kleines Stück nicht versichert. Aber der Weg ist breit, man hat Platz, also ist eigentlich keine große Gefahr hier in dem Klettersteig. Das landschaftliche Erlebnis steht da sicherlich im Vordergrund. Voll, gell? Das ja, ist voll. Genial. Ja, wir werden jetzt da wieder weiterschauen. Das kannst du mal zeigen. Ich hoffe, die Leute halten sich halt nicht dran. Ja. Das ist immer schlimm, was man alles unterwegs sieht. Das kannst du mir filmen. Genau, ja, wir haben uns eh vorher gesagt, das ist halt der,
die Begleiterscheinung von dem Massentourismus da. Ja. Aber es wird darauf hingewiesen, die Leute sprechen da kein Deutsch. Und trotzdem eben, du liest es auf Deutsch, auf Englisch, auf Italienisch und auf Englisch. Also wer das nicht versteht, die Message ist schon eindeutig. Und es ist halt echt ewig schade, weil das ist Weltkulturerbe da, wo wir gerade sind. Und so viel verrottete Cola-Dosen, ich weiß nicht, ja. Was man findet, Plastikpapier, Plastikmüll, eigentlich schade. Weißt du, es kann werden was rausfliegen, aber absichtlich die Sachen zurückgelassen, das gehört sich einfach nicht. Und der Nächste sollte halt auch den Berg so vorfinden, wie wir ihn eben jetzt vorgefunden haben. Von daher ein Aufruf einmal, nehmt bitte euch einen Müll wieder mit vom Berg. Wenn ihr ihn aufgetragen könnt, dann könnt ihr ihn runtertragen auch. Genau, sehe ich auch so. Ja, da geht es echt brutal runter. Ja. Achso, ja, sind Schlaghacken drin. Wir haben gerade gesagt, wenn du da durchrennst, dann hast du alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Da ist überhaupt nichts dabei, aber landschaftlich so ein Traum da. Alle paar Meter hast du einen anderen Ausblick. Schaut euch das einmal an. Es ist einfach irre, wie sich da das Panorama verändert mit jedem Schritt. Adriano! Jetzt geht es da einmal ein bisschen unmarkiert für uns da hin. Bei der Normalweg ist durch die Schneerin noch unterm Schnee. Aber wie man sieht, sind da eh schon voll viel Leute gegangen. Ja, da rauf ist jetzt ein bisschen zum Kraxeln. Nicht schwerer wie ein Einser-Gelände, aber ein bisschen brüchig und abschüssig. Es geht ganz gut, gell? Super. Aber eben mit Kindern oder wenn irgendwer jetzt eine Angst hat vor dem Ausgesetzten, ja, sollte man sich halt vielleicht überlegen. Kurzes Seil. Kurzes Seil absichern, am Strick halten. Ja, aber es ist echt nicht schwer da rauf. Da oben alles sehr gut markiert. Ja. Wo kommen die alle her? Haben wir mir einen Klettersteig verpasst? Eigentlich nicht. Keine Ahnung. Normalerweise nicht. Schauen wir mal. Achso, ja. Da kommst du runter und rechts geht auch was rauf. Ja. Das sind die Klack-Klack-Klettersteige. So ein knackiger Frankenarsch. Steil geht's rauf, aber nicht schwer, gell? Und da ist dann der Abstieg. So, da ist jetzt so eine kurze Stufen rauf. 1 plus vielleicht. Nicht markiert, aber man muss nur schauen, wo die Felsen angespeckt sind. Dann bist du im Normalfall richtig. Ja, da oben hoch, da kommt jemand runter. Links. Sieht aber richtig. Ja. Ja, yeah. Kalt. Sehen wir wieder, gell? Da mussten wir überfilmen.
So schaut's aus. Ja, da gehen wir nachher an einem so retour, habe ich mir gedacht. Ja. Dann zum Parkplatz zurück. Genau, umrunden wir das Massiv. Zinnenumrundung und Partnerkurve. Das ist schon cool. Geil, ja. See, da unten ist das aus. Geht gar nicht schöner. Wow, ist das schön. Steig mal wieder ab, oder? Ja, ich würde sagen, es ist Zeit. Ja. Gewaltig. Ja, wir waren am Überlegen, wir wollten eigentlich da absteigen, aber ja, da spielen sich Dramen und Szenen ab. Da glaube ich, wartet man ewig lang und schauen wir, dass wir dafür unten bei der Hütte ein Bier und was zum Essen kriegen. Und das war eh wunderschön da rauf. Das machen wir so, gell? Ja, gesagt. Weil sonst, da brauchen wir sicher 3 Stunden, dass wir bei der Hütte sind. Ja. Und wir wollen heute heimfahren, nehmen wir auch noch. Von daher, da retour und bei der Hütte machen wir dann ein cooles Resümee. Cool in profile, everybody gets a chance. Come on and move your body down, do the limbo dance. Au! Scheiße! Da war noch einmal der. Ja, wir haben uns jetzt umentschieden und sind gleich direkt retour gegangen, weil wir gesagt haben, die österreichische Küche oder die Hausmannskost, das ist halt das, was uns am meisten schmeckt. Richtig. Jetzt dann schauen wir, dass wir nach Österreich umfahren. Osttirol, da gibt es sicher was Gutes. Bauernkröstl. Das war halt ein Traum. Und da werden wir nachher entweder beim Wirten oder im Auto das Resümee machen. Schauen wir mal, wer es uns gefällt. Jo. Ja, jetzt ist es doch ein bisschen weiter vor. Hä? Was meinst? Jetzt ist es doch ein bisschen weiter geworden, bis dass wir das Resümee machen. Ganz konkret stehen wir am Parkplatz vom Biedinger Klettersteig. Aber nicht, weil wir den Klettersteig machen wollen, sondern weil wir uns jetzt an dieser Stelle, an diesem Ort voneinander trennen werden. Aber wir machen jetzt noch das Resümee zu dem wunderbaren Steig auf dem Batternkofellaufe. Wie hast denn du empfunden? Wunderschön. Es war eine ganz gemütliche Tour, so wie zum Auslaufen von den letzten beiden Touren für mich, weil es war für, also die Zinne war für mich schon was Besonderes. Also. Und heute war es eigentlich reine Genusswanderung. Ja. Wir haben so viel Zeit gelassen, wir haben so viele Bilder gemacht. Wir haben das Panorama genossen, das war einfach mega. Weil ich konnte eigentlich gestern das Panorama beim Abstieg, ich konnte eigentlich gestern nichts genießen vom Panorama, außer die 20 Minuten, wo wir am Gipfel waren, oder? Ja. Und dann, wo wir wieder abgestiegen sind, heute, oh, das war also wunderschön. Schade, dass es mit dem anderen Kletterschein nicht geklappt hat.
Aber das wäre ja wirklich, wir wären da, glaube ich, wir hätten 3 Stunden Wartezeit gehabt. Also, ja. Und jetzt haben wir. Jetzt ist 19.15 Uhr, wir trennen uns. Ich bin in 20 Minuten daheim und du brauchst 4 Stunden ungefähr. Ja. Also, das heißt, es wird 11:30, 12 bis genau. dass du daheim bist und sonst plus 3 Stunden. Also, du bist irgendwann mitten in der Nacht daheim. Genau. Und das war da schon irgendwie, glaube ich, die richtige Entscheidung, wie wir gesehen haben, wie sich da alles staut, dass wir da einfach abbrechen. Und eben auch mit dem Zurkehren, mit dem Essen. Es ist echt nichts gegen Italien. Im Gegenteil, wir haben einen Adriano Celentano, glaube ich, auf und ab gehört die ganze Zeit. Aber wir mengen halt irgendwie so die Hausmannskost da bei uns daheim. Und das war irgendwie das, was uns voll abgegangen ist, weil wir jetzt ein paar Tage Dosenfutter gegessen haben, kulinarisch vom Feinsten. Super. Der Hund hat auch schon Hunger gekriegt im Nachbarauto. Also ja. Also was da drinnen war, ich weiß nicht. Ja. Den Büchsen. Und apropos, genau, der 20er. Ah ja, stimmt. Da richte ich jetzt einen kleinen in Alex, glaube ich, hat er geheißen. Alex. Gell? Ja, waren doch noch nicht zu viel Bier gestern. Nach Rosenheim. Ein schönen Gruß Richtung Rosenheim aus, beziehungsweise nach Wasserburg am Inn. Da ist er nämlich bei der Bergwacht dabei. Und ja, das Bier, das werden wir uns auf jeden Fall noch gönnen und schmecken lassen. Es war echt voll cool. Gestern mit dem Alex, seinem Kumpel, mit der Leila und mit Adrian, glaube ich, hat er geheißen. Genau. Ja. Da sind wir nämlich noch zusammengesessen und haben so einige Biere getrunken und auf unser Kennenlernen an der Zinne angestoßen. Genau. Gell. Bloß die Kälte hat uns dann getrennt. Ja, genau. Es war sehr kalt gestern Abend. Aber so eben, wie gesagt, die Tour da auf dem Batternkofellauf ist echt ein Traum. Und ja, von der Seite, wo wir aufgestiegen sind, glaube ich, haben wir die relevantesten Passagen hergezeigt und allein die Fotos, die wir da geschossen haben, das war Wahnsinn. Genial. Das ist nicht schwer, das ist ganz leichter Klettersteig, aber wie gesagt, das Panorama und auch durch diese Tunnels, die gefühlt 1,20 Meter groß sind am Anfang. Die Bönne haben wir auch mal angehaut, zum Glück einen Helm aufgehabt. Stimmt, ja. Aber sonst war es echt richtig cool. Ja, genau. Ja. Also für mich sicherlich nicht das letzte Mal da in der Region und du, glaube ich, wirst da wieder mal da hinschauen. Bestimmt irgendwann wieder mal. Genau, ja. Ja, wenn ihr Fragen habt, unten eine ins Kommentarfeld. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren, graue Glocken aktivieren. Und wenn ihr im Vorfeld bereits auf die Videos Zugriff haben wollt, schaut euch die Kanalmitgliedschaft an. Möchtest du abschließend irgendwas sagen? Ich sage einfach nur danke. Cool war's, bitteschön. Mega geile ich habe Zeit, zu danken, ja. Ich habe zu danken, dass du mich da aufgeführt und wieder sicher runtergeführt hast. Ja. Weil ich könnte das überhaupt nicht. Es ist echt so, es war für mich komplettes Neuland, weil ich eigentlich nur Klettersteiggeher bin oder halt eben in der Kletterhalle klettern. Und da mache ich jetzt auch nicht die schwierigsten Dinge. Also da kletter ich maximal 6, ist ja auch nicht schwer. Also, und es ist nicht schwer, 6 in der Kletterhalle. Sex in der Kletterhalle ist nicht schwer. Ach so, ja. 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 Genau. Nein, aber das war wirklich. Ich war eigentlich unten, das sieht man im Video von der Zinne, ich war fertig. Ja. Ich war echt fertig. Gut gegangen und genauso soll es sein. Genau. In dem Sinne, Markus, danke nochmal. Jawohl. Ghetto Faust. Ghetto Faust. Und ciao. Ciao.